Hallo zusammen, es ist schon ein bisschen länger her seit meinem letzten Video und ich habe seit 3 Wochen mache ich etwas anderes mit meinen Dreads und ich dachte, ich muss euch das doch mal zeigen. Und zwar, ihr wisst ja, ich häkle nicht und ich habe aber so viel lose Strähnen, ich zeige euch die mal kurz. Und zwar vor allem, also hinten überall, aber vor allem hier oben. Hier einfach mal so reingreife, seht ihr, das sind alles lose Strähnen, kennt man es hier. Und manchmal stört es mich doch recht, wenn es hier oben so zersaust aussieht, sage ich jetzt mal. So, jetzt im Video geht es noch, aber in echt sieht es doch recht zersaust aus. Und jetzt habe ich gestern das nochmals gemacht und es funktioniert eigentlich nicht schlecht, es hält einfach nicht wirklich lang. Aber ich habe das Gefühl, wenn man es öfters macht, dass es dann auch irgendwann hält. Mal schauen. Und zwar, wenn ihr jetzt hier, sagen wir mal, wo passt hier am besten hin? Das ist jetzt hier die Frage. Machen wir mal die hin, hier hin. Also wir haben hier diese lose Strähne, dann den Dread, dann füge ich die zusammen. Dann mit der Rückseite von der Hand an den Kopf und alle anderen losen Haare müssen wirklich weg von der Hand. Und dann die zweite Hand oben drauf und dann eigentlich rollen, also drehen. Und das Ganze nach runter ziehen. Seht ihr schon? Die lose Strähne ist hier so rangewurschtelt, wie man dem eigentlich immer sagt. Das heißt, machen wir jetzt nochmals. Und dann immer schön langsam nach vorgehen. Dann ein bisschen Palmrollen. So, und die lose Strähne ist im Dread. Ich würde jetzt hier noch ein bisschen Titan Roots machen. Hier nochmals. Man könnte sie jetzt natürlich auch ein wenig festhäkeln. Also wenn ihr häkelt, dann könntet ihr die jetzt wirklich ein bisschen festhäkeln und dann hält das bombenfest. So. Man sieht jetzt hier schon, dass es 2 sind. Aber es hält hier unten schon mal fest und man könnte jetzt das noch ein bisschen länger machen. Das Ganze ein bisschen sauberer. So. Ja. Und es sieht schon ein bisschen sauber aus. Das könnten wir natürlich hier auch noch machen. Ich habe ja so viele lose Strähnen. Und sie fangen sich wirklich an, langsam sich selber zu dreaden. Also die ist voll zerknüppelt, aber sie weiß einfach nicht, wo sie hin soll. Und das Problem ist, sie nimmt jetzt schon die Knüppel von hinten. Da muss ich die jetzt immer wieder trennen. Dann, ich glaube, jetzt nach Gefühl würde das hier in diesen Dread passen. Auch wieder Handfläche auf den Kopf. Und eigentlich bewegt ihr nur die obere Hand. Also die untere bleibt eigentlich ohne Bewegung. Die fahre ich nur nach vor und zurück. Nein, nach vor, zurück nicht. Sieht doch schon ein bisschen sauberer aus. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bald gibt es mein 2-jähriges Dread Update. Ich habe momentan so viel Arbeit mit meinen Webseiten, aber ich werde auf jeden Fall hoffentlich das 2-jährige Update
durchziehen und dann sehen wir uns auf jeden Fall bald wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss zusammen.